Ein ruhiger Stratege, selbstsicher, ein wenig arrogant. Mario Draghi. Einer, der sich durchzusetzen weiß und vor bahnbrechenden Entscheidungen nicht zurückschreckt. There was one dissent in view. Es gab eine Gegenstimme. Wir geben keine Details über unsere Arbeit bekannt, aber Sie können ja mal raten. It's up to you to guess. Die Rettung des Euros umstritten wie nie. Mario Draghi, Chef der Europäischen Zentralbank, gegen Jens Weidmann, Chef der Deutschen Bundesbank. Der Beschluss, jetzt unbegrenzt Staatsanleihen zu kaufen, ist für ihn der Anfang vom Ende. Trotzdem wurde Deutschlands oberster Notenbanker einfach überstimmt. Das Schicksal des Euros liegt nun mehr denn je in den Händen der EZB. Wir handeln strikt im Rahmen unseres Mandats. Preisstabilität auf mittlere Sicht. Wir handeln unabhängig in unserer Geldpolitik und der Euro ist unumkehrbar. Draghi schafft Fakten und der Neubau der EZB in Frankfurt ist längst Symbol dieser neuen Strategie. Etage für Etage, Stück für Stück erneuert die Europäische Zentralbank alte Spielregeln. In Zukunft, so stellt sich das Draghi wohl vor, arbeiten die Notenbanker nicht nur in einem schicken Gebäude. Künftig pumpen sie einfach so viel Geld in die Finanzmärkte, wie sie wollen. Zumindest stellt der EZB-Rat nun Bedingungen, wenn die Notenbank Krisenländern zur Seite springen soll. Gleichzeitig müssen die Regierungen bereit sein, beim Rettungsfonds EFSF bzw. ESM Hilfe zu beantragen, wenn außergewöhnliche Risiken bestehen. Und damit müssen sie bereit sein, strenge Auflagen und Richtlinien zu akzeptieren. Helfen will die EZB also nur gegen Sparauflagen. Trotzdem heißt unbegrenzt Staatsanleihen zu kaufen vor allem eines, das Geld muss gedruckt werden. Und je mehr Geld in Umlauf kommt, desto höher die Inflationsgefahr. 2008 lag die Inflationsrate in der Eurozone bei 3,3%. Nach einem Rückgang stieg dann der Preisdruck wieder an auf 2,7% im vergangenen Jahr. Ob das weiter gut geht? Skeptiker warnen, schon in 2 Jahren ist sie da, die große Inflation. Mario Draghi kümmert das herzlich wenig. Und weil er ist, wer er ist, hat Draghi verkündet, was er für richtig hält. Der unbegrenzte Ankauf von Staatsanleihen, eine Entscheidung, die Geschichte schreibt.